Das ist Lucy Blott, 5 Jahre alt. Ihr Vater und ihre Mutter sind Heilpraktikanten und arbeiten an Heilmethoden aus. Lucy wollte an einem schönen Morgen zu ihren Eltern ins Labor, doch plötzlich explodierte das ganze Gebäude. Nur ihre Mutter überlebte den ganzen. Wie sie 7 Jahre alt wurde, arbeitet sie mit ihrer Mutter im Labor weiter. Doch Lucy verlor nach und nach ihr Augenlicht. In der Schule wandte sie sich ihren Schülern ab, weil sie gehänselt wird von ihnen, wegen ihrem schwarzen Haar und wegen ihrem Pony, der ihr zur Seite hing, ihren alten Klamotten und weil sie auch noch blind war. 11 Jahre vergingen und ihre Mutter hat endlich ein Heilmittel gefunden und stellte es her. Lucy wird 18 Jahre alt und am Abend ihres Geburtstages ging sie runter in die Küche ohne Vorahnung und esste mit ihrer Mutter das Abendessen. Doch auf einmal wurde ihr schlecht und kippte vom Stuhl. Sie wurde ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kam, lag sie an einem Metalltisch fest und konnte endlich wieder sehen, was sehr seltsam war. Sie hing an einer Bluttransfusion fest und konnte auf einmal richtig gut hören und riechen tut sie Blut und das richtig gut. Auf einmal kam ihre Mutter ins Labor und sagte, du bist perfekt geworden, mein Kind. Du solltest dich endlich mal im Spiegel ansehen. Du siehst wunderschön aus. Sie nahm Lucy und sperrte sie und 3 weitere Leute in die Zelle und ging. Lucy sah sich an der Zellenwand an und meinte, ich sehe aus wie eine Katze, nur mit weißen Haaren und roten Augen. Auf einmal entdeckte sie die Leute hinter sich und ging zu ihnen und sagte ihnen, ich will euch nicht essen, das kann ich nicht, unschuldige Leute zu essen, das kann ich einfach nicht. Aber schon nach 2 Tagen verlor sie wieder ihr Augenlicht. Sie hat Angst, sie will einfach nicht ihr Augenlicht verlieren, indem sie es schon endlich wieder hat. Und aus Wut und Frust ging sie auf die Leute los, die in der Zelle waren, und isst sie und trank ihr Blut. Und schon hatte sie wieder ihr Augenlicht. Ihre Mutter wollte unbedingt, dass sie mehr isst. Also hat sie die Zellentür aufgemacht, doch sie sah keine Lucy mehr, nur noch eine leere Zelle. Sie ging in die Mitte vom Raum der Zelle, doch plötzlich ging von hinten Lucy auf sie los und beide fielen zu Boden. Lucy hielt ihre Mutter so arg fest, dass sie am Handgelenk blutete und fragte sie mit voller Wut, ob sie wieder zurückverwandeln kann, das alte Mädchen, das sie zuvor ist. Doch die Mutter sagte, es sei zu spät, denn man kann es nicht mehr rückgängig machen. Und mit voller Wut und Frust tötete Lucy ihre Mutter. Sie ging aus der Zelle und sah das Mondlicht, dass sie so ruhig und friedlich ist, und ging die Nacht hinaus. Guten Morgen, wir kommen nun zu den Nachrichten. Es wurden letzte Nacht 20 Leute in ihrem Bett aufgefunden. Die Diagnose bestätigt sich, dass die alle kein Blut mehr in ihren Gefäßen hatten. An der Wand stand, gib mir dein Blut. Die Polizei ermittelt weiter und fanden das Labor von Maren Blott, eine gute Heilpraktikantin. Doch ihre Tochter fehlt es und wird auch gesucht. Sie wird Lucy Blott genannt.